Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Kurzvideo. Gestern war ja der große Sale, beziehungsweise bis heute war der große Truhenausverkauf in Dota und auch ich habe ein bisschen zugeschlagen, muss ich zugeben. Und habe mir ein paar Truhen gegönnt, von denen ich dachte, hey, vielleicht möchte ich ja wirklich was daraus haben. Ich möchte auch gar nicht lang groß rummachen, sondern einfach mal ein bisschen hier reingehen in die Truhen. Einfach mal gucken, was wir hier so haben. Und auch gerne mal dazu sagen, warum ich mir eigentlich die Truhen gekauft habe. Und zwar die Truhe jetzt wegen den zwei Helden hier eigentlich, Void und Quap, weil ich die Quap-Flügel geil finde und bei dem Void finde ich das Kopfteil ganz cool. Deswegen machen wir doch gar nicht lange rum. Vielleicht haben wir auch mal Glück und wir kriegen was Seltenes raus. Wäre ja auch mal schön, oder? Und ja, toll, ausgehend des Lunas, das was ich überhaupt nicht haben wollte. Egal. Next one. Und ja, wie gesagt, ich habe mir ein paar Truhen gegönnt, weil ich dachte, komm, nimmst du mal ein paar mit. Echt jetzt? Ich ausgehend so die, die ich am Anfang überhaupt nicht haben möchte. Egal, das Sitzverhältnis ist doch auch ganz schön. Das ist echt nicht wahr, oder? So, jetzt kann es ja nur noch eins von euch zweien sein. So, die Korb, sehr schön. Die Federflügel finde ich sehr geil, muss ich zugeben. Na, jetzt haben wir wahrscheinlich kein Glück und kriegen kein Wort. Nein, kriegen wir nicht. Egal, noch ein ganz cooles Void Set, Elements of the Endless Plane. Sieht ganz cool aus eigentlich. Die Waffe finde ich jetzt nicht so geil, aber egal. Und dann gehen wir auch hier wieder rein. Und dann habe ich mir noch Treasure of the Endless Gaze geholt. Da sind die ganzen Wards drin. Ich finde ganz persönlich, also ich muss zugeben, ich finde die Schildkröten und diese kleinen Golems, da finde ich sehr, sehr geil. Deswegen wollte ich die auch eigentlich haben. Das ist jetzt auch eigentlich egal. Also springen wir jetzt einfach mal, weil wir kriegen die 6 sowieso. Da sind die Schildkröten, die sind halt so sau cool. Wow! Die sind auch witzig, aber nicht so cool, wie ich mir erhofft hatte. So, sehr selten und extrem selten kommt halt einfach nicht raus dabei. Ne? So, nö. Kriegen wir nicht. Ist nicht. Haben wir kein Glück. So, dann Tireless Crafter. Was sollte ich da nochmal raus haben? Ach ja, TA und Sniper finde ich da sehr witzig. Deswegen habe ich mir 3 Stück geholt, in der Hoffnung, wenigstens eins von den, beiden Sets zu bekommen. Ja, da geht's schon los. Da kommt natürlich das Terrorblade Set raus. Das ist jetzt damit weg. Da kommt das TA Set. Das finde ich sehr, sehr cool. Mit der Mütze. Und dann kriegen wir auch den Sniper. Jawohl. Da finde ich einfach. Ich finde das Sniper Set einfach klasse. Also, komplett frei erfunden. Richtig schön. So gefällt mir das. So sollen Dota Items sein. So, was haben wir jetzt noch hier? Oh, Herbstschatz. Ich mache einfach mal ein bisschen Compendium Sachen hier auch noch auf. Ach ja. Korrekt. Da war ja das hier. So, was kriegen wir hier raus? Ich wäre ja, wenn dann das Nightstalker Set eigentlich. Ah, toll. Okay, so viel dazu. Kriege ich dann wenigstens. Na, okay, dann wenigstens das Venus Set. Das ist okay. Da komme ich sehr gut klar. Und dann habe ich noch die Compendium. Compendium-Schätze. Was habe ich denn da nochmal? Was waren da nochmal drin? Die Immortals. Ah ja. Ich meine, gut. Wow, ultra selten. Ja, die Void Maze. Das wäre halt sau cool, wenn ich die kriegen könnte. 80 Euro Item oder sowas. Hey, das. Und das sieht vor allen Dingen sau geil aus. Okay, so viel dazu. Ja, schön. Dann, naja, wenigstens die PL-Lanze. Ist auch gut. Immortal Schatz Nummer 2. Was war in dem drin? Keine Ahnung mehr. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung mehr. Ah, da ist das Ricky-Ding drin. Shaker, das Mira, den Mirana-Bogen, den habe ich. Oh, das Invoker-Set. Oh, das wäre so geil. Das Invoker. Oh Gott, wenn ich das Invoker-Set kriegen könnte. Ich traue mich gar nicht hinzusehen. Ich traue mich überhaupt nicht hinzusehen, Freunde. Ich traue mich gar nicht hinzusehen. Okay, ich gucke wirklich nicht hin. Ich lasse es einfach. Ich werde dann mitkriegen, wenn einer groß wird. Und es wird Shaker. Naja, okay. Das hätte ich jetzt gerne anders erhofft, aber ist halt so. Trove Carafe. Ah ja, das war das. Ja, gut. Kann man. Brauche ich nicht, möchte ich auch gar nicht öffnen. Was haben wir hier nochmal? Sculptures Pillar. Was war das nochmal? Ah ja, das ist Dragon Knight Set eigentlich ganz cool. Mit der Lanze, finde ich sehr cool. Pact of the Warmblood. Und was haben wir hier noch? Luck Vessel. Ach, da haben wir die Items drin.
Da finde ich eigentlich nur die Idolons für Enigma wirklich cool. Den Rest finde ich überhaupt nicht cool. Selbst das für Brewmaster geht noch, aber das war es dann halt auch wirklich. Gut. Dann ist es das ja eigentlich schon gewesen. Mit diesem Kurzvideo nur einfach mal, um ein bisschen Ton zu öffnen. Glück hatten wir keins. Schade eigentlich. Aber ja, man sieht hier, ich habe deutlich an Items. Sehr viele Items. Eigentlich schon zu viele Items. Aber es sind ja auch ein paar schöne Sachen dabei. Man kann sich ja nicht beschweren. Hier die schönen Wards jetzt. Ich eigentlich ehrlich gesagt, möchte ich die Schildkröten ausrüsten? Eigentlich möchte ich schon die Schildkröten ausrüsten. Wo sind sie denn? Da sind die Schildkröten. Gegenstand ausrüsten. Zur Zufallsliste hinzufügen, das ist auch cool. Ja, wie gesagt, das war es dann auch schon eigentlich. Hier nochmal schön die ganzen Items durchgehen. Hier ist die Stilaufwertungen. Gottes Willen, hey. Ja, Freunde, damit war es das schon. Danke fürs Zusehen. Ein kurzer Einblick in meine Dota-Kiste sozusagen. Und schade, hätte ja klappen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir mal wieder ein paar Truhen aufmachen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.